Es geht uns darum, Umwelt- und Klimaschutzprojekte voranzubringen. Große Projekte von Unternehmen, große Projekte der Wissenschaft, der Vereine und Verbände, aber auch viele kleine Initiativen und vor allem die breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beim Klimawandel zu unterstützen. Nach dem Rat für Umwelt und Natur, der Jugendlichen, nach dem großen Waldprogramm, der nächste, dritte große Schritt für mehr Klimaschutz und mehr Umweltschutz. Wir haben bereits sehr gute Erfahrungen mit zwei Umweltstiftungen. Den Ostsee-Stiftung von Nord Stream, die mit der ersten Ostsee-Pipeline diese Stiftung gegründet haben und gute Projekte mit den Umweltverbänden voranbringen. Und jetzt zur zweiten Ostsee-Pipeline soll diese neue Stiftung kommen. Nach unserer festen Überzeugung ist es richtig, aus Atomkraft auszusteigen, aus Kohlekraft und auf erneuerbare Energien zu setzen. Auf dem Weg dorthin brauchen wir als Brückentechnologie das Gas aus der Ostsee-Pipeline. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline wird bedroht durch amerikanische Sanktionen aus eigenem wirtschaftlichen Interesse der Amerikaner. Deshalb wäre es wichtig, diese Sanktionen zurückzunehmen. Ja, wir räumen der Stiftung die Möglichkeit ein, der Ostsee-Pipeline zu helfen. Sie wird nicht die Pipeline bauen und auch nicht betreiben. Sie kann einen kleinen Beitrag leisten, die Pipeline zu unterstützen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Klima- und Umweltprojekte. Und ich weiß, es liegt vielen Menschen in unserem Land am Herzen. Und deshalb lade ich ein, diese Stiftung mit guten Ideen zu unterstützen.